Bienvenido, señoras y señores, a Juanito Arcade Mayhem. Das war sowas ähnliches wie Spanisch und damit erschöpfen sich meine Spanischkenntnisse. Aber irgendwie, ja, ist es doch was Spanisches. Ich glaube, es ist ein spanischer Publisher. Ich sag's nochmal auf Deutsch. Willkommen zu Juanito Arcade Mayhem. Dieses Spiel wird mich heute mal in den Wahnsinn treiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe gemischte Gefühle gerade. Einerseits sieht's nach total viel Spaß aus. Andererseits ist es so eins der herrlichen Spiele, wo ich, ja, royal versage, sag ich mal. Ich war mal kurz drin im Tutorial, mehr habe ich noch nicht gesehen. Es hat unglaublichen Charme, finde ich. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Ich weiß aber nicht, wie weit ich komme. Also ich habe jetzt den Stream mal auf eine Stunde terminiert. Es kann sein, dass ich nach einer halben Stunde entnervt aufgebe. Es kann sein, dass ich es noch verlängere, wenn es irgendwie läuft. Ja, da würde ich mich natürlich freuen. Theoretisch so ein Spiel, wo die Zeit wie im Flug vergeht, weil man halt Spaß hat und weil es kurzweilig ist. Mal gucken, ich bin auf jeden Fall schon lange aus dem Refund-Fenster raus. Also das befindet sich schon seit einem Dreivierteljahr oder so, oder mindestens seit einem halben Jahr in meiner Spielebibliothek. Insofern, da gibt es jetzt kein Zurück mehr, das wird jetzt gespielt. Vielleicht ja auch über ein paar Wochen lang, mal sehen, ob es läuft. Ich weiß auch nicht, ob es eine großartige Story dazu gibt, aber ich glaube, die wird gleich im Vorspann erzählt. Ich versuche das mal simultan zu übersetzen. Ich mache natürlich den Singleplayer. Kooperativ wäre auch nice, aber da ist das Chaos nur noch größer. Dann muss mich da jemand durchschleifen. Das will ich auch niemandem antun. So, ich traue mich tatsächlich mal vom Easy-Peasy-Modus weg, wie man da oben sieht. Und gehe mal auf Arcade. Ich fange mal mit Normal an, weil es wäre ja auch noch beschämender. Och, ist das nicht süß mit dem Schnulli im Mund. Da unten kann ich noch nicht anwählen, Oldschool. Ich bin zwar selber Oldschool, aber dafür reicht's nicht. Ich mache den Normalmodus. So, folge uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Und so weiter. So. Los, Juanito, du schaffst das. Sei still, Marsianer, du lenkst mich ab. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Ich bin kein Marsianer. Nein, mein Rekord. Ich komme kaum hinterher. Was ist das für ein Licht? Oh nein, die Chronozellen haben die Maschine infiziert, irgendwas. Holy balls, was sollen wir tun? Ich habe einen Plan. Bist du bereit für ein Abenteuer? Ja, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Warte, was? Was passiert hier? Wo gehe ich hin? Wo zieht's mich hin? Das war... ein Vorspann im Hauruck-Verfahren. Also ich bin Juanito, da unten steht er. Er ist offensichtlich mehr so gezeichnet. Was macht er denn da? Okay, wow, es hat funktioniert. Und du hast sogar noch beide Beine, sagt der Nicht-Marsianer zu mir. Okay. Also, wir sind hier in einem Arcade-Automaten drin. Diese elektronischen Chips, also Prozessoren, verarbeiten deine Spiele. Mal so übersetzt. Aber Vorsicht! Einige Klonozellen kommen. Schieß sie ab. Mach keinen Quatsch, schieß sie ab. So, okay. Ja, das findet hier alles im klassischen Stil von namentlich Pang statt. Das ist so ein, weiß nicht, Arcade oder sogar, auf jeden Fall Amiga oder Commodore-Klassiker und oder. So, ich schieße hier immer nach oben. Ich muss dafür nicht nach oben drücken. Ist auch schon mal gut zu wissen. Und ich muss diese Klumpen hier abschießen. Dann kriege ich hier Extras. Und wenn die groß sind, teilen die sich immer auf. Nice. You might show some promise yet. Du zeigst dich, erweist dich als vielversprechend oder so. Keine Ahnung. Aber bleib wachsam. Die sich annähernden Klonozellen scheinen größer und stärker zu werden. Oh je. Ich hab... Oh, jetzt werden es natürlich auch mehrere. Ja, das kann sehr stressig werden. Man muss sie so schnell wie möglich abschießen. Okay. Wow. Oh! Ein Power-Up! Nimm es auf und halte die Schusstaste, während du dich bewegst.
Vielleicht habe ich jetzt den... Oh, oh mein Gott. Ah, oh shit. Habe ich eigentlich sowas wie eine Energieleiste? Wow. Errungenschaft, Combo-Amateur. Ja, so kann man mich nennen. Ja, da oben ist meine Energieleiste. Okay. Du hast es geschafft. Wir sind jetzt bereit, das erste infizierte Videospiel zu betreten. Lasst uns loslegen. Let's go. Learning the ropes. Errungenschaft. Oh. Loots of Destruction. Loots oder Lots? Lots. Viel Zerstörung. Ja, gut, das hatte ich ja gerade. Also, diese Waffe kann man jetzt... Genau, ich habe die Mayhem Machine Gun gewonnen. Und die kann man offensichtlich so richtig schön abfeuern. Jetzt weiß ich aber noch nicht, ob die dauerhaft bleibt oder ob die dann wieder weg ist. Oh, 3 Sterne, bin ich nicht großartig. Und hier kann ich offensichtlich... Nee, ich kann gerade nicht runter. Ich dachte, ich kann vielleicht dauerhaft die... den Schwierigkeitsgrad dann wieder ändern. Mal gucken. Was ist das denn für eine Amöbe? Das geht jetzt wahrscheinlich zu schnell mit dem Ladebalken. 3? Wieso 3? Achso, ich brauche 3 Sterne, um das freizuschalten. Das war jetzt das Tutorial. Okay. Was? Und dann brauche ich 18 Sterne? Wo soll ich denn die alle hernehmen? Soll ich das mehrfach spielen? Blockits heißt der Level. Okay, insgesamt gibt es 246 Sterne. Wie schön. Pachu! Freigeschaltet. Oh, Hilfe! Was? Okay, das war nur eine Welt. Das hier sind die Unterlevel. Jetzt verstehe ich. Hier sammle ich natürlich so einiges. Also 18 Sterne werde ich da schon irgendwie zusammenbekommen. In insgesamt 7 Levels plus Boss-Level. Also im Schnitt so 2-3 Sterne. Dann könnte das klappen. Die Umgebung zu zerstören kann gefährlich sein. Da hat auch schon jemand Angst. Blockits. Wir sind angekommen. Das ist das erste Videospiel, das du retten musst. Was der da immer für eine Idle-Animation hat. Okay, ready? Naja. Oh, ah, shit. Jetzt sind wir hier in Tetris angekommen. Wie lösen die sich auch wieder auf? Oh, die kann ich schieben. Aua. Ich sehe schon, es überfordert mich. Kann ich die auch abschießen? Tatsächlich. Also man sollte eigentlich die ganze Zeit nach oben schießen. Die Mechanik des Spiels wurde schwerwiegend verändert durch die Infektion. Ich bin nicht so gut im Simultanübersetzen, deshalb dauert das immer einen Moment. Feuer, Feuer, Feuer! Oh! Bewegen sollte ich mich am besten gar nicht. Wie der Russe da tanzt. So, jetzt geht's ab hier. Okay, das war's dann auch schon wieder mit meiner Spezialwaffe. Shit. Gott, die Errungenschaften prasseln nur so rein. Go play with pissed off birds. Ah, das Spiel möchte mir ein anderes Spiel empfehlen. Alles klar. Oh, oh, oh. Ich glaube, man sollte einfach dauerhaft die Feuertaste gedrückt halten. Alles andere bringt kaum was. Oder eben diese schöne Waffe. Badaboom! So, hier kann ich ja wohl kaum irgendwie gescheit fliehen. Oh, oh, hab schon wieder was Schönes eingesammelt. Jawohl, sehr gut. Ey, den wollte ich kriegen. Ah! Blöcke haben es auf mich abgesehen, ja. Ich sehe schon, das ist das nächste Spiel, bei dem ich eine Sehnenscheidenentzündung bekomme. Juhu! Okay, piu, weggebeamt. Nur 2 Sterne. Lustiges Bild. Ja, ich sag ja, im Schnitt reicht's. Aber ich muss besser werden. Nochmal das Ding? Oh, oh, oh! Seid ihr wahnsinnig? Ah! Ey, warum habe ich denn den verpasst? Oh, dauert das natürlich ewig, bis der hier wieder angekommen ist. So. Wow! What? Hilfe! Scheiße, ich will den Dauerfeuer-Button. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, ich habe ja noch den Dash. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ah! Boah! Okay, das Spiel ist so voller Glitches, dass es
durch die Zeitalter reist. Durch die ja, verschiedenen Videospiel-Äras. Aha. Boah. Das merke ich ja schon die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich mal... Die Frage ist, ob die Waffe hier zeitlich begrenzt ist. Oder ob ich eine bestimmte Anzahl Schüsse habe. Kann leider auf sowas nicht achten. Ja, so, jetzt haben wir hier wieder den Glitch. Oh mein Gott. Okay, hier muss ich ja nicht schießen. Hier muss ich ja nur überleben. Wow. 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 Okay. Herzchen aufgefüllt. Kann nicht schaden. Ah. Russian Dancing Kid heißt die Errungenschaft. Puh. Das waren 3 Sterne. Super. Ja, das geht hier Schlag auf Schlag, ne? Piu, piu. So, da habe ich auch schon den ersten. Ah, hier ist ja noch einer. Ich glaube, das Spiel kann man lernen. Oh. Ich hoffe es. Sonst habe ich da nicht lange eine Chance. Na komm, löst dich auf hier. So, ein stärkerer Gegner nähert sich. Sei vorsichtig. Ich habe ja die Superwaffe. Oh, der da. Okay, der braucht... Der braucht eine ganze Menge, bis er weg ist. Ach du Scheiße. Und dann spuckt er auch noch zwischendurch. Au, shit. Ach, ich kann die Dinger ja schieben. Okay, das war der stärkere Gegner. Wuhu. Survive heißt die Errungenschaft. Wie viele Errungenschaften hat das Ding? 180? So, es gibt jetzt einen neuen Spielmodus. Survival, ja klar. So sehe ich aus. Ist für mich eh schon Survival. Puh. Wieder nur 2 Sterne. Naja. Oh. Ready? Eigentlich nie. Ah, ah, oh, oh. Ah, aua. Ich kann die scheiß Dinger nicht zerstören. Ah. Ah. Schieb die mal schön zusammen. Um hier irgendwie zu überleben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Nach oben schießen bringt übrigens auch die ganze Zeit schon nichts. Ah. Eine Breze. Ich brauch das Herz, ich brauch das Herz. Get alive. Ah, shit. Oh oh, oh oh. Wow. Ah. Oh Gott, das Spiel ist so tödlich. So tödlich. Oh, was passiert hier? Gut, dass immer diese Leben kommen, sonst hätte ich ja gar keine Chance. Wow. Wow, 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 wow. Das waren wieder 3. Absolute. Ah, da wollte ich schnell sein, hat nicht geholfen. Ich warte, bis sie wieder in meine Richtung kommen. Oder bis neue kommen. Ah, Leben, her damit. Was sind für komische Dinger? Halten die irgendwie mehr aus? Ja, 2 Schüsse oder so. Okay. Wow. Oh, shit. Ja, ich warte ab. Das hilft nichts. Boah. Puh, okay. Die haben einen Helm oben drauf. Deine Schüsse kommen von unten. Das ist doch super. Achso. Retro-Spiel-Logik wird hinterfragt. Ja, also eigentlich können sie nicht stärker sein, weil ich sie von unten treffe, ne?
Oh. Ich müsste mal... Ah, wieder nur zwei, aber okay. Ich probiere mal andere Tasten aus, ob es hier irgendwo Dauerfeuer gibt. Nee, gibt es tatsächlich nicht. Oh. Ah. Oh. Aber wenn man einfach nur Dauerfeuer gibt, dann hat man schon die besten Chancen. Jetzt mal etwas vorsichtiger. Mal. Oh, oh. Was war das? Becoming a Cat. Habe ich schon neun, wurde ich schon neunmal getroffen? Oder so ähnlich? Oh, 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 was ist das? Ah! Ah, igitt, igitt. Ich kann ja auch nicht springen oder sowas. Oh, oh, what? Ah! Ah! Du gemeines Vieh, du. Oh. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Einmal getroffen. Ah, survive with a friend. Ach, jetzt habe ich erst den Koop-Modus freigeschaltet. Play with your best buddy. Spiel mit deinem besten Freund. Ja, genau. Wenn du jemanden hast. Forever alone. Wieder mal ein Spiel, was mich sehr gut kennt. Was soll's. Ich habe das extra eingesammelt, bevor die Runde zu Ende war. Oh, trotzdem 3 Sterne. Nice. Wie lange geht denn das hier noch? Puh. Bin ich in diesem ganzen... Oh, Unterlevels. Oh, da kommt ein Fetter. Oh, der hat mir aber gleich was gegeben. Oh. Ah, jetzt kommt die Geschichte wieder. Weg, 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 weg. Oh. Ah. Ah. Da habe ich mich gerade auf die Waffe verlassen. Oh. Ah. Ah, shit. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Das, der ist immer knapp hier, der Anfang. Oh. Ui, ui, ui. Okay, nicht nur der Anfang. Alles ist knapp gerade. Oh, aber Spaß macht's. Also man hat ordentlich zu tun, aber Spaß macht's echt. Noch funktioniert mein Daumen, aber ich hätte wirklich gerne eine Dauerfeuertaste. Continue. Hab schon ein bisschen Angst vorm Boss. Ha! Oh. Aha. Ich muss mal sagen, mir fällt es natürlich jetzt auf, aber der Turm im Hintergrund sieht auch schon ein bisschen angegriffen aus, ne? Ah, shit. Am besten einfach nur in der Mitte bleiben hier, wenn sowas passiert. Das ist schon hinterhältig. Okay. Uah. Da kam irgendeine Errungenschaft, glaube ich. Ich weiß nicht. Ah. Kann's nicht genau sagen. Es ist unmöglich, seine Augen hier noch irgendwo zu haben. Außer auf dem, was man überleben muss. Juhu! Da macht er das Tänzchen. Ha! Marvelous! Okay, das sind nicht die Levelnamen, das sind einfach nur Begriffe. Oh, wie lange geht das noch? Ha! Oh, 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 oh. Ah. Oh, ich mach ich platt. So. Das ist ein gutes Timing gewesen mit der Waffe. Oh. Oh, erstmal den machen da. Ah. Jetzt kommen nur noch fette Gegner hier. Pass auf, den pumpe ich voll. Und jetzt der nächste. Ah, Waffe vorbei. Komm, der müsste doch jetzt auch haben. Oh. Puh.
Ha. Echt kurzweilig, ne? Die Level gehen schnell. Da oben steht es ja auch Level 9. Wie kann das 9 sein? Waren das nicht nur 8 in dem Abschnitt? Und der 8. war schon so ein Boss-Level oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, jetzt kommt ein Boss-Level. Ha! Ich kann es wirklich nicht glauben. Du hast es bis Level X, soll wahrscheinlich für 10 stehen, bis Level 10 des ersten Spiels geschafft. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht glauben. Level X. Ready. Was war das für ein kleiner Einführungsknubbel? Jetzt geht's richtig los. War das die letzte Chronozelle, die das Spiel infiziert hat? Das war's? Er pustet sich schon wieder die Ohren frei. Hm. Pass auf, da kommt was. Aha, Donkey Kong. Ich verkrümel mich mal in die Ecke. Oh mein Gott. Oh, nein, bitte tu mir nichts. Hallo Juanito, ich bin Trevor, der große Gorilla, der gigantische Gorilla. Wenigstens redet er noch nett mit mir. Jetzt fällt mir das erst auf, ne? Da hört man im Hintergrund die Tetris-Musik in moderner Version. Ja, sein Name ist Trevor. Keine Copyright-Verletzung hier. Infringement ist wahrscheinlich sowas wie eine Copyright-Verletzung. Copyright-Infringement. Brauchst du Hilfe, die letzten Klonozellen zu finden? Pass auf, das könnte wehtun. Ist er nur für mich oder gegen mich? Eigentlich müsste er gegen... Aua. Ah, toll. Woher soll ich denn ahnen, dass ich jetzt schon schießen muss hier? Ich schlag dich mal hier nur so nach links durch. Wobei, das ist auch Quatsch. Ah, Hilfe. Und die Frage ist, ob ich durch diesen... Oh! Ah! Durch diesen Slide, ob ich da auch... Energie verliere oder nicht. Ups. Kann ich den eigentlich irgendwie treffen? Ah, oh. Oh, oh, oh. Ah, shit. Ach, der geht immer weiter kaputt. Das ist ja sehr cool gemacht. Ah, shit. Ha. Ah, ha, ha, ha. Scheiße. Das war nicht so schlau. Waffe aufheben. Ah. Oh. Bald bin ich hin. Ah. Ach, ich bin aber auch blöd, ne? So, Mayhem-Waffe. Na komm. Ha! Scheiße. Blockhead. Das war nicht so gut. Ich war zu sparsam mit der Waffe. Okay, wir wissen Bescheid. Level X, ja. Diesmal bleibe ich mal hier. Mal sehen, ob er an die gleiche Stelle geht. Ja, sieht so aus. Piu, 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 piu. Ah. Boah, erstmal den Angriff hier überleben. Okay. Mann. Ach, scheiße. Ist echt nicht ohne, sich hier auf alles zu konzentrieren. Mann. Komm, hüpf, hüpf. Hüpft erstmal in die andere Richtung. Oh! Mann. Muss mir angewöhnen, wegzurutschen, ne? Wenn er diesen Angriff macht. War ja schlechter als beim ersten Mal. Hat's gut in sich. Was? Jetzt hat er mich gerade einmal getroffen, so ein Scheiß. Na komm. Puh. Ach. Okay, einfach draufhalten. Ja, okay, jetzt sehe ich auch, es geht nach. Mann, ich bin weggerutscht. Es geht nicht nach Zeit, sondern es geht nach Munition bei den Spezialwaffen. Okay. Boah. Ah.
Ich brauche mal wieder Leben. Ah. Mann, was hat mich denn da jetzt getroffen? Da ist Leben, sehr gut. Mann! Gleich wieder versetzt. Mayhem-Waffe. Und Leben, sehr gut. Und nicht auf die Steine reinfallen. Ach, egal. Ich konnte nicht weg, ich konnte nicht weg. Nein. Oh Gott, ich muss das überleben. Aber er ist ja schon weg. Ich muss ja nur noch den Rest aufräumen hier. Irgendeine Errungenschaft gab es wieder. Scheiße. Okay, und ich habe Leben bekommen. Sehr gut. Also ich überlebe das hier irgendwie. Oh Gott. Uff. Gilt auch im Deutschen. Letzte Level sind immer schwer. Aber Baby, du bist ein Feuerwerk. Kann ich das so übersetzen? Das ist das erste Spiel. Freigewischt, freigeräumt. Wiped. Sieht schön aus, das Feuerwerk. So ein bisschen pixelig. Nett. Und die nächste Errungenschaft. Comrade Juanito. Keine Ahnung, was das heißt. Ah, Kamerad vielleicht. Super Pause. Aha. Screen Interferences. Also Bildschirmunterbrechungen kommen jetzt rein. Vertrau mir, sie sind... Wie übersetzt man denn Vintage? Also Retro irgendwie so im Deutschen, ne? Vielleicht habe ich jetzt ein Extra, dass die Aktionen auf dem Bildschirm ein bisschen langsamer ablaufen. Okay, ich habe 30 Sterne, dann klappt das. Dann klappt das. Nochmal die Statistik angucken. Es war immer so ein Wechsel, ne? Obwohl, die untere Reihe habe ich mit 3 Sternen komplett geschafft. Die obere... Da ließen noch ein, zwei Levels zu wünschen übrig. Das könnte ich zum Beispiel zwischen den Folgen ein bisschen aufarbeiten. Das wäre ja mal was. Dann habt ihr trotzdem alles gesehen und ich habe nochmal ein bisschen geübt. Und habe dann trotzdem alle Sterne. Arkadroid. Ich hätte fast Arkanoid vorgelesen. Mal sehen, woran mich das erinnert. Wir haben nur einen Programmierer. Also jeder Vorfall ist wahrscheinlich seine Schuld. Der Witz stimmt auch in dem Spiel. Ach, das ist Breakout. Okay. Oh mein Gott. Oder eigentlich, oh meine Götter. Ich habe dieses Spiel geliebt, als ich jünger war. Benutze dieses Schiff zu deinem Vorteil. Also diesen Dingens da. Stell's dir vor als eine Verlängerung deiner selbst. Okay. Okay. Ja, nice. So, die da oben. Ach doch, die machen das auch kaputt. Ich mach mir... Ah, was ist das denn? Hier kommt auch noch was runter. Gar nicht ohne. Was ist denn... Fallen die jetzt hier runter und sind dann weg? Okay. Ach, ich muss das ja nur wegkriegen. Ich muss ja gar nicht die Gegner abknallen. Ha. Das war fies, dass da sowas runter... kam. Muss ich doch welche abschießen? Oh Gott. Nein. Das geht nicht gut hier. Die hüpfen auch teilweise auf meinem Schiff, ne? Och, Mann. Wie viel muss ich denn hier... Steht da irgendwas? Okay, da. Na, jetzt geht's rund hier. Passt auf, Leute. Okay, ich glaube, es werden immer weniger. Jetzt kommt nur noch einer runter. Ja. Die lupen sich also. Was unten runterfällt, kommt oben wieder an, würde ich sagen. Oh, 3 Sterne. Oh, ich krieg Pillen. Wie schön. Carnage. Uff. Schau, Juanito. Erinnert es nicht ich dich das nicht irgendwie an das Lieblingsspiel deines Vaters? Ehrlich gesagt, erinnert mich an mein eigenes Lieblingsspiel. Was sagt das jetzt über mich aus? Boah, das ist fies, dass hier diese Teile rauskommen. Oder sammle ich die auch ein? Hier. Ah, das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Das macht kleiner, ne? Ja, genau. Die blauen sind gut, die roten sind schlecht. Ich könnte aber auch schon mal zwischendurch so ein paar Gegner abknallen. Scheiße. Ja, jetzt. Da. Macht euch auf was gefasst. Ah, das ist die Pause. Was bedeutet das? Die Gegner haben sich nicht mehr bewegt, ne? Irgendwie so. Wow. Da war die Pause. Verdammt.
Hätte ich einsammeln sollen? Na. Ah! Scheiße! Hier Pause! Ah, zu der Seite bringt es mir schon mal nichts. Da laufe ich in den Gegner rein. Ah, shit! Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Sterne bewertet werden. Nach Punkten natürlich irgendwie. Schon wieder Carnage. So, okay. Das eine da bleibt, okay. Ich werde mal hier ein bisschen aufräumen, so. Geht's eigentlich nur um die Gegner oder auch um die Level-Architektur? Das ist ja auch die Frage. Die Banane hätte ich bekommen können. Da war sie wieder. Ich mach mal nur die Gegner. Da kommt noch einer. Boah. Vielleicht kommen sie auch immer wieder neu, solange ich nicht die Level-Architektur hier schon völlig zerstört habe. Oh, was kommt denn da alles runter? Boah. Das Leben hätte ich noch gebrauchen können. Da ist es. Wie gut, dass alles wiederkommt. Mayhem! Die Pause verpasst. Boah. Hier, jetzt kommt nur noch einer runter. Das war's noch nicht. Hilfe, Hilfe. Noch einen Schuss drin gehabt. Einen Doppelschuss. Achso, die Punkte kann ich natürlich pimpen mit dem ganzen Obst hier. Natürlich auch so eine Sache, was mich den 3 Sternen näher bringt. Und jetzt laufen sie doch ganz gut, die 3 Sterne. Also solange ich mich auf dem Normalo-Level noch so einigermaßen halten kann, bin ich schon absolut zufrieden mit mir. Oh, das sieht aus wie ein Gehirn im Hintergrund. Kleiner. Kleiner werden. Kleiner werden. Die Waffe verpasst. Ja. Haha. Dieser Level sieht so einfach aus. Mal gar nicht verlieren, richtig? Warte, er entwickelt sich weiter, sag ich mal. Das sind neue mutierte Zellen. Oh, die können jetzt hier durch das Graue durch, was? Nee, das ist wieder, das startet wieder ein Angriff. Ah, scheiße. Oh, der war aber schon fertig. scheiße, da gibt's ein paar mehr von. Alter, wie soll ich denn hier... Oh, das ist jetzt... oh Gott. Oder schießen die nur... Nee, die schießen immer. Pause! Juhu! War leider keiner mehr zum Abschießen übrig. Oh, scheiße! Boah, ich muss jetzt mal mehr auf die Schüsse gucken als auf die Ziele. Oh, shit. Das ist ja übel. Das wird jetzt hier langsam zur Bullet Hell. Oh Gott. Wow, ja, Leben kann ich gebrauchen. Oh. Uiuiui. Das war schwer. Auch nur 2 Sterne. Aber sonst läuft's gut, insofern. Nein, nicht das Rote. Ah, jetzt kommt hier so ein Fetti an, ey. Glaub's ja wohl selber nicht. Aua. Ach, der ändert auch noch die Farbe, wie ich gerade sehe. Ha! Das ist mein Leben. Jetzt kommt aber auch alles hier. Wow. So, mein Freund, jetzt bist du da oben noch dran. Shit. Voll in den Gegner rein. Ich brauche mal wieder ein Herz, obwohl ich noch ein paar habe. Oh, jetzt geht's langsam auf den Daumen. Aua. Ich sag's euch. Eine Brezel, jawohl. Mayhem! Wuhu! Wow,
der denn da gemacht? Der hat noch von der Seite auf mich geschossen, als er runtergefallen ist. Ah! Oh, der ist schon rot. Der ist schon rot. Ah! Komm, die will ich. War's das? Juhu! Oh, shit. Wird schwer mit den drei Sternen inzwischen. Na, kommt mal her, Freunde, hier. Keine Chance. Hätte ich mal hier durchschießen müssen, aber sollen können. Aber, boah, ist ja auch die Hölle los. Das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee, auf die Seite rüber zu wechseln. Oh. Boah, da ist die Waffe. Jawohl, und jetzt voll durchfeuern. Au, ah. Au, scheiße, wie soll ich denn da reinkommen? Ah, komm, gib mir mal ein Herz. Scheiße. Ah. Oh, 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 hab nur noch eins. Ah. Aber gut, theoretisch den Level geschafft. Oh. Das war knapp. Aber drei Sterne. Viel Obst eingesammelt, nehme ich mal an. Kinderobst ist gut. Immer schön Obst sammeln. Level 7. Wie viel waren es denn dann immer? 10, ja, pro Sublevel, wenn man so will. Boah, auf alles muss man hier achten. Hilfe. Vor allen Dingen auf die Spezialwaffe. Ah. Wow, 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 wow. Ah. Scheiße, scheiße, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Aha. Nein, der ist nochmal auf mir rumgesprungen. Oh, shit. Oh. Wow. Jawohl, ein Herz. Ein Herz. Puh. Das war auch äußerst knapp. Aber eine Weile Obst gesammelt. Jawohl. Erstmal gucken, was hier an der Seite runterkommt. Ein Kleeblatt kommt runter, auf jeden Fall. Ah! Da gehe ich jetzt besser nicht hin. Oh! Oh, oh, oh. Oh, Scheiße. Mein Schiff ist heftig angewachsen. Das ist gar nicht gut. Schrumpfe, schrumpfe. Oh, das liegt doch gut. Ah, bis jetzt. Ah, shit. Oh, Alter. Wie? Die drängen mich hier in die Ecke. Einer weniger. Ah, der macht nochmal so einen Sprung immer, ne? Da. Okay, den hatte ich auch schon vorbearbeitet. Jo, drei Sterne. Sensational. Volle Power durchfeuern. Nein, 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 nein. Scheiße. Ah, wieder groß geworden hier. Oh, ich kann es aber auch so an den Rand steuern. Sehr gut. So, so passt mir das. Gott, oh Gott. Ah. Ah, so viel Zeug. Ah. Ah, komm, dich mach ich auch noch. Pizza! Jawohl. War das Pizza? Ich glaube schon. Kuchen, Melone. Okay, es ist nicht alles. Oh, aua! Nicht alles Obst. Ach, scheiße.
Oh, die schaffe ich nicht. Oh Gott. Ah. Hat mich so ein kleiner fertig gemacht. Don't worry. Na gut. Ah, mal alles freilegen hier. Ha? Nee, nee, nee. Die werde ich natürlich einsaugen. Oh. So, hier kann man schön draufhalten. Ah, scheiße. Hier bleibt verpasst. Boah. Shit. Ich muss mir hier mehr Platz verschaffen. Sonst bringt das nichts. Ah. Komm schon. Mann, wie lange die aber auch im Zweifel überleben hier. Ah, Herz. Komm her. Oh. Ah. Mann. Ach, warum ist der hier runtergekommen? Damit habe ich jetzt noch gar nicht gerechnet. Mann, wie lange hält der denn durch? Der war doch schon dunkel. Ah. Oh, scheiße, so viele, so viele. So viel Zeug hier zum Schluss. Okay, jetzt kommt ja der Moment, wo ich mich mehr auf die Stellen konzentriere, wo ich noch überleben kann. Als dass ich gucke, wo meine Ziele sind. Oh, scheiße. Oh, nochmal ein Herz bekommen. Super. Oh Gott, oh Gott. Oh, Level 9. Jetzt ist wieder Boss-Time. Oh, nur ein Stern. Da habe ich einiges aufzuholen. Langsam tun mir auch die Finger weh, muss ich sagen. Wir sind angekommen. Ein glatzköpfiger Mann sagte einst, du musst wählen, Juanito. Auf wen spielt das an? Ach so, haha, Matrix. Möchtest du oder würdest du die blaue Pille oder die rote Pille nehmen? Okay. Kommt jetzt hier eine Matrix an. Ich nehme das. Weil die blaue Pille macht mich kleiner. Ist dieser Kopf infiziert? Wir müssen ihn von der Klonozellkontrolle befreien. Ja, stimmt. Sieht ein bisschen so aus. Da sitzt was drin in dem Kopf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Das kann ich auf jeden Fall nicht aufhalten. Also schon aufhalten, aber... Oh, Hilfe! Oh Gott. Aber nicht wirklich stoppen. Scheiße. Okay, er verschießt ja immer ein paar von denen. Insofern dürften sie... was ist das denn? Oh Gott. Oh Gott, jetzt wird's ja fies. Jetzt wird's ja endgültig fies. Scheiße. Einfach weiter feuern. Mann, warum laufe ich denn jetzt auch noch in die rein? Oh Gott. Der ist eine harte Nuss. Nein. Da. Ah, ich habe trotzdem noch den Dash, fällt mir gerade wieder ein. Hab ihn natürlich wieder verdrängt. Komm, gib her hier. Den mache ich sofort. Das ist natürlich blöd, wenn einen das hier so einklemmt. Shit. Also man ist arg eingeschränkt hier in seinen Bewegungen. Och Mann. So, das ist wieder der Moment, wo ich ruhiger werde. So, die Entscheidung am Anfang fällt nicht so schwer. Ja, komm, spuck. So. Das war noch einfach. Ah, ich schieße auch durch ihn durch, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, komme ich irgendwann auch mal wieder nach rechts rüber? Dann muss ich den auch treffen? Oh.
Nee, also ihn kann ich nicht treffen. Ich muss wirklich nur das grüne Zeug treffen. Ah, Mann, diese Dinger sind doch nur fies. Oh, ich gehe da nicht rüber. Vergiss es. Ist ja schon schwer genug, hier zu überleben. Das ging mal schnell. Oh, Hilfe, Hilfe. Ich kann mich hier kaum bewegen. Geschweige denn die Dinger irgendwie kriegen. Errungenschaft des Truck to Eat. Okay, die letzte Viertelstunde des Streams verbringe ich damit, diesen Boss zu schaffen. Irgendwann nehme ich die rote Pille. Edgy Badge. Das war schon mal nix. Das bringt auch gar nichts, die anzufeuern, ne? Ah, nein, die schöne Waffe verpasst. Da ist sie, so. Oh, bitte. Mit Mühe komme ich hier überhaupt wieder raus aus der Nummer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. No. Ah, Mann. Ah, komm her. Wie soll man denn hier rauskommen? Jetzt nehme ich rot. Okay, erwartungsgemäß wird mein Schiff größer. Ist das gut oder schlecht? Eigentlich ist das schlecht. Macht's was mit den Dingern? Nee, die fallen nach wie vor durch. Okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Dann bleiben mir diese grünen Dinger hier erhalten. Die grünen Knubbel. Also wenn ich sie vorausgesetzt, ich kann sie hier irgendwie fangen. Ach, das war blöd. Die Waffe nicht gut ausgenutzt. Da kommt er schon wieder mit neuem Zeug um die Ecke. Hilfe. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha, da habe ich jetzt mal voll drauf gehalten. Oh, habe ich ein Herz bekommen gerade? Ich glaube schon, ne? Mann! Oh, Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, da ist ja wieder die Waffe. Und ein Herz habe ich bekommen. Okay, super. Oh, Scheiße. Nein! Die Spezialwaffe hat nachgelassen gerade. Das Gute ist, man kann sie auf seinem Schiff praktisch... Scheiße, einsammeln. Oh wei. Oh nein. Nein. Ey, komm. Herzchen. Ach, Mann. War es das? Nein, doch. Oh, er hat mich wieder lieb. Ich habe ihn ja auch befreit. Wuhu. Der Kopf ist endlich wieder frei. Ja. Und es gibt schöne Bussis für mich. Er fragt sich, ob... also der Marsianer denkt, dass der Boss sich fragt, ob ich vielleicht Single bin. Ich glaube, ich muss weg. Errungenschaft, Break Some Blocks und Hipster Longboard. Und eine neue Waffe. Waffe. Eureka Gun. Aha. Warum sagt der Archimedes Heureka? Da fehlt jetzt das H im Englischen, aber egal. Warum wird diese Waffe so genannt? Also Eureka, Heureka. Warum ist das Huhn über die Straße gelaufen? Zu viele Fragen. Das gab auch nur 2 Sterne. Jedes Videospiel hat verschiedene Mechaniken, basierend auf klassischen Retro-Spielen. So, ich bin mit den Sternen noch drüber. 42 brauche ich, 55 habe ich. Aber ich habe mich jetzt schon ganz schön abgemüht. Ich
will ja nicht sagen, aber wenn es hier noch eine weitere Folge gibt, dann läuft die, glaube ich, auf easy weiter. Ich habe keine Ahnung. Oder fängt erstmal auf normal an und wird dann nicht allzu lange dauern, bis ich auf easy umstelle. Ich bin heute ein bisschen unterfordert mit dem Chat. Ich hätte zwar bei dem Spiel auch nicht viel chatmäßig tun können, aber da ich mir nie sicher bin, ob hier auch jemand zuguckt. Ansonsten, wenn du zugeguckt hast, schönen Dank dafür. Ich gucke mir die Zahlen erst hinterher an, also ob es 0 Aufrufe waren oder 2. Ich mache mal an der Stelle Schluss. Das war genug Stress für heute. Ich bin jetzt zwar noch unter einer Stunde, aber mir reicht das erstmal. Und dann, was kann ich denn jetzt versprechen? Ich gehe mal davon aus, dass wir uns noch bei einer weiteren Folge zumindest sehen. Und dann gucken wir mal, ob ich mit den Waffen irgendwie, mit den besseren Waffen, ja, weiterkomme oder ob es die Übung so ein bisschen macht. Ich werde ja zwischendurch, wie gesagt, auch ein paar Sterne aufholen. Und dann muss ich entscheiden. Ja, aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist wahrscheinlich eins dieser Spiele, was ich jetzt nicht so perfekt beherrschen werde. Das ist natürlich auch ein Unterhaltungswert für den Zuschauer. Man muss bloß aufpassen, dass man nicht eine halbe Stunde in einem Level festhängt. Dann wird es vielleicht doch ein bisschen öde. War jetzt in dem Fall noch nicht der Fall. Aber ja, der zweite Boss war schon ein bisschen eine Ackerei, sage ich mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann heißt es wieder Juanito Arcade Mayhem Teil 2. Also, bis dahin sage ich mal, tschüssi.